Also ich nehme euch heute mit auf eine wunderschöne Trailrunning-Runde hier in den Berchtesgadener Alpen. Let's go! Und damit herzlich willkommen bei Explorer Hotels, dem Kanal für Aktivurlaub in den Alpen. Wir sind hier im Explorer Hotel Berchtesgaden, mitten in den Berchtesgadener Alpen. Da ist der Königssee, hinter uns ist der Watzmann. Aber wir bleiben jetzt nicht hier, sondern ich nehme euch heute mit auf eine richtig schöne Trailrunning-Runde in Reichenhall. So, wir sind jetzt hier am Dötzenkopf Wanderparkplatz bzw. Wanderparkplatz Bayerisch Gmein. Das ist super einfach mit dem Auto zu erreichen, aber man kann auch die Bahn nehmen. Hier ist eine Übersichtskarte am Start, dass man sich nicht verläuft. Bahnhof ist 400 Meter weg zu Fuß, also öffentliche Verkehrsmittel ideal auch erreichbar. Wir werden jetzt hier die Dötzenkopfrunde machen. Dötzenkopfrunde ist meine Linksrunde. Die ganze Runde hat ungefähr 500, 550 Höhenmeter mit 8 Kilometern. Aber wie man schon hier auf der Karte sehen kann, es gibt da noch andere Möglichkeiten. Also ich würde sagen, Dötzenkopfrunde ist wirklich was für Einsteiger. Also jetzt nicht was für blutigste Anfänger. Es ist schon steil und auch ein bisschen technisch. Aber von den konditionellen Anforderungen ist es eher was für Anfänger. Aber man kann da auch was dazu bauen oder was eine andere Runde machen. Also hier ist wirklich der ideale Ausgangspunkt für kleine Trailruns, größere Trailruns oder ganz große. Und ja, ich würde sagen, hier geht's los. Starten wir. Bevor wir jetzt ganz starten, noch ein O-Ton zu hier. Hier ist es der Start von unserem Dötzenkopf-Uphill-Segment. Start hier am Gitter nach dem Parkplatz und man muss oben am Kreuz abschlagen. Die Siegerzeit ist unter 15 Minuten, nicht die Siegerzeit, die aktuelle Zeit von Knopf Stefan. Also wer sich wirklich testen will, wie gut er ist im Vergleich zu den Locals, hier geht's los. Also wie man schon sieht, hier gibt es richtig viele Möglichkeiten, sich auch andersartig auszutoben. Hier ist die Abkürzung über den Bach drüber, muss ein bisschen balancieren, je nach Wasserstand. Ich glaube jetzt im Hochsommer ist es moderat, man wird nicht nass, wenn man rüber geht. Und ein bisschen drüber ist die Brücke, wir gehen jetzt über die Brücke. Und ja, Dötzenkopf, da geht's hin. So, jetzt haben wir die ersten Höhenmeter geschafft. Frage an euch, wart ihr schon mal wandern oder Trailrunnen im Berchtesgadener Land? Schreibt das in die Kommentare. So, jetzt haben wir die ersten 160 Höhenmeter. Hier geht es zum Dötzenkopf. Hier gibt es noch einen kleinen Gipfel. Das ist der Wappachkopf. Ich würde sagen, den schauen wir uns dann noch kurz an. Voilà, der erste Aussichtspunkt, Wappachkopf, jetzt nicht special, aber man kann schon ahnen, wie es gleich oben ausschaut. Genau, Reichenhall liegt uns zu Füßen, rechts Salzburg, sehen wir gleich noch viel besser. Auf geht's! So, jetzt wird es richtig steil. Ich habe mein Werkzeug mitgebracht. Und zwar die Stecken. Die sind faltbar. Also kann man super im Rucksack oder im Laufgürtel verstauen. Sind auch sehr schnell zusammengefaltet.
Und es ist so, also wenn es richtig steil ist, dann ist es eigentlich nicht mehr so effektiv zu laufen, sondern es ist besser, man geht schnell. Es schont die Kräfte und wie gesagt, von der Geschwindigkeit ist man fast schneller, wenn man geht. Also ökonomischer mit den Sticks. Was wichtig ist, wie gehe ich jetzt damit? Grundsätzlich die Stöcke sollten so einen rechten Winkel ergeben. Ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, es liegt ein bisschen nach eigenem Ermessen. Es gibt ganz leichte Modelle. Ich selber halte nicht viel von verstellbaren. Also Stöcke, wo man jetzt noch die Länge verstellen kann. Ich habe immer eine Länge, dann kann ich ja nichts falsch machen. Und von der Technik selber her ist es eigentlich Doppelstock gehen. Wenn man jetzt im Steilen macht es keinen Sinn, wirklich damit zu laufen, sondern ich den Doppelstock schieben, also ich steche rein, mache zwei, drei Schritte, steche wieder ein und schiebe gleich so einen Berg hoch. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen ausführlicher haben wollt, dann haben wir euch hier das Video mit meinem Späßel Markus Gröll aus dem Zillertal verlinkt und der erklärt euch nochmal ganz genau, wie man die Stöcke richtig einsetzt. Also wir haben jetzt mehr als die Hälfte schon geschafft. Hier sieht man das, einen anderen Teil vom Lattengebirge. Und die andere Runde, die zweite Option, die ich euch unten gezeigt habe, die verläuft hier entlang, also auf dem Rücken direkt vor uns. Und der Gipfel ganz oben ist der Dreiseiselberg. Also wenn man richtig motiviert ist und richtig Schmalz in die Haxen hat, dann kann man die fast 1200 Höhenmeter, das sind so 6,5 Kilometer, hochlaufen bis zum Dreiseiselberg. Und oben ist es recht latschig. Da glüht es einem noch mal richtig her. Dafür ist eine richtig schöne Aussicht bis Richtung Watzmann, Berchtesgaden und da, wo wir herkommen, vom Explorer-Hotel. Weiter geht's. Also der letzte Teil, da haben wir genau 9 Serpentinen. Das ist jetzt die erste, also ihr könnt es mitzählen und schauen, weil sie den Countdown wieder runterzählen. So, jetzt haben wir noch 3 Kurven bis zum Gipfel. Wunderschöne Aussicht, seht es gleich selber. Ja, und dann geht es ziemlich gleich einen Downhill runter. Ist easy, ziemlich langgezogene Serpentinen, nicht technisch, nicht steil. Also, da sind wir bereit für einen spaßigen Teil. Am letzten Kopf. Genau, 1001 Meter hoch. Wir haben jetzt halt 430 Höhenmeter vom Parkplatz weg, mindestens vom kleinen Zusatzgipfel. Ich würde mal sagen, für jemanden, der schnell unterwegs ist, der schafft das ungefähr in einer halben Stunde. Schon eher die Sportlichen. Und dann bis eine Stunde ist auch noch gut. Und dann, wenn man es ganz gemütlich angeht, 1,5 Stunden. Und es sind jetzt halt knapp mehr als 2 Kilometer. Also ihr könnt schon euch vorstellen, das ist relativ steil alles. Aber der Ausblick hinter mir, Plattengebirge, der Spechtenkopf, der Predigtstuhl. Wenn wir dann hier die andere Richtung anschauen, haben wir hier einen Hochstaufen, einen Reichenhaller Hausberg mit Reichenhall zu den Füßen. Und rechts sieht man Salzburg mit der Festung. Und ja, man ist wirklich am Nordrand der Alpen. Und das ist einfach mein Lieblingsberg. Man ist einfach relativ schnell oben, hat eine schöne Aussicht und merkt auch, was man gemacht hat. Ja, jetzt geht es noch ein bisschen weiter, ein bisschen hoch und dann haben wir den ganzen Downhill hier ziemlich fluffig in dem lichten Wald. Also freut euch drauf. Ich packe jetzt meine Stecken wieder weg, weil jetzt haben wir wie gesagt nur einen kurzen Schubfahrer und dann geht es in den Downhill und läuft es sich einfacher ohne Stecken.
So, jetzt sind wir gleich im Downhill. Jetzt könnt ihr aber, bevor es bergab geht, nochmal die letzte richtig schöne Aussicht inhalieren. Nachher ist auch noch gut, aber das ist sicher der Prime Spot. So, jetzt haben wir noch 100 Höhenmeter. Wenn man hier nach links runterläuft, da kommt man nach Reichenhall, direkt in die Innenstadt. Wir laufen wieder zurück zum Ausgangspunkt, zum Wanderparkplatz. Und haben jetzt hier so einen Querweg, ungefähr noch 1,5-2 Kilometer. Geht so wellig auf und ab, ist richtig bergig. Let's go! Also wie ihr seht, sind wir jetzt unten angekommen. Der Parkplatz ist 50 Meter hinter mir. Hier gibt es ein wunderschönes Kneippbecken. Das ist perfekt, wenn es richtig warm ist, dass man die Beine reinhält und sich nochmal erfrischt. Ich hoffe, euch hat unsere Tour gefallen, die Dotzekopfrunde. Also wie anfangs gesagt, jetzt haben wir ungefähr 8 Kilometer und 550 Höhenmeter geschafft. Ja, genau, so ist es. Es ist wirklich geeignet für Anfänger. Man muss schon fit sein körperlich, also es ist schon anstrengend. Aber es ist jetzt nicht wirklich gefährlich. Aufpassen muss man in den Bergen immer. Man stolpert leicht, das ist ein unebener Weg. Klar, und auch ein bisschen aufs Wetter schauen. Heute hat einen wunderschönen Tag. Wenn es jetzt kühler ist, nehmt euch eine Jacke mit, nehmt euch wirklich was zum Trinken mit, einen Riegel zum Essen und ein Handy für Notfall. Das ist nicht nur ein Notfall für euch, sondern auch für andere Leute, die unterwegs sind. Und wenn ihr noch ein weiteres Trailrunning-Video anschauen wollt, schaut hier an. Das ist mit mir vom Hinterstoder. Und sonst, wenn euch das ganze Thema insgesamt interessiert, abonniert den Kanal. Hiermit verabschiede ich mich. Servus, pfiat euch. Viel Spaß beim Planschen.